Ja, ich möchte heute als kleines Entree zu Calcium 2, bevor wir dann noch die Leitsymptome hören, und heute als ganz besonderes Highlight von unserer hochverehrten Sandra, Calcium und Kinder. Hier ist gerade ein bisschen laut. Und abschließend dann noch die Heiltrance. Möchte ich als kleines Entree was zu dem für mich dominierenden Hauptthema von Calcium Carbonicum sagen, der Umgang mit und die Heilung und die Annahme des inneren Kindes. Kein Mittel, vielleicht noch Bariumcarbonicum, wo wir immer sagen Calcium im Quadrat, hat die Fähigkeit, Menschen zu helfen, ihr inneres Kind, wie krank, ängstlich und bedürftig es auch ist, anzunehmen, zu heilen, nachzunähren und wachsen zu lassen wie Calcium-Carbonicum. Leo Shaw, unser wirklicher Therapiepapst, den wir haben, und wo ihr auch die Möglichkeit habt, wahrscheinlich in eurem Leben die letzte und einzige Möglichkeit, den nochmal kennenzulernen, wenn der im Frühjahr kommt. Der wird das letzte Mal kommen. Also wer wirklich eine Ausnahmepersönlichkeit der Psychotherapie und Heilkunst erleben möchte, wird nicht drum rumkommen, da teilzunehmen. Weil, wie schon gesagt, Leo hat definitiv gesagt, es wird das letzte Mal sein, dass er kommt. Weil die Reisen sind für ihn einfach zunehmend anstrengender. Und ja, es wäre mir einfach ein Bedürfnis, dass ihr ihn kennenlernt, weil kein Mensch hat mein Leben heilerisch so beeinflusst wie Leo. Und darum wäre es halt auch ein großes Bedürfnis von mir, dass meine Schüler diesen einzigartigen Menschen kennenlernen. Und dieser Leo sagt immer wieder zu seiner Arbeit, wir können mit den Problemen unseres Erwachsenseins machen, was wir wollen. Wir können von einer Therapie zur anderen rennen, von einer Analyse zur anderen, von einem Guru zum anderen. Das ist alles in die Tonne, wenn wir uns nicht vorher um unser inneres Kind, seine Sicherheit, seinen Nahrungszustand, seine Annahme, sein Gefühl, geliebt, gemocht und gehalten zu sein, kümmern. Man kann auf der Erwachsenenebene Probleme definitiv nicht lösen, wenn dieses Kind ängstlich, verlassend und schreiend ist. Und er ist ja nicht nur ein großer Therapeut des inneren Kindes, er ist ja auch, glaube ich, der führende Paartherapeut, den ich kenne. Seine Liebe- und Vergebensarbeit ist ziemlich einmalig. Und er sagt immer wieder, in 95% aller Fälle streiten sich in den Beziehungen nicht die Erwachsenen, sondern es streiten sich die Ängstlichen, die Hungrigen, die Bedürftigen und die abgelehnten Kinder. Also das heißt, du kannst die tollsten Ehetherapien machen und Paartherapien machen. Du kannst die waldfreie Kommunikation, im Grunde Redestabrunden nach Tralala machen. Das kannst du alles machen. Wenn du aber nicht einbeziehst, dass es eigentlich um die bedürftigen Kinder geht, um dieses Ich will auf dem Arm und ich will liebgehabt werden und ich will sicher sein, dann kannst du diese ganzen intellektuellen Techniken echt in die Tonne packen. Weil es lässt sich nicht auf einer intellektuell erwachsenen Ebene lösen, solange dieses innere Kind noch in irgendwelchen Gitterbetten angeschnallt ist, auf irgendwelchen Krankenstationen vor Angst vergeht, nächtelang durchschreit, weil die Eltern nicht da sind oder. Es gibt von Leo Shaw mehrere Dinge im Internet über Arbeit mit dem inneren Kind. Ich habe zum Beispiel anderthalb Jahre lang jeden Morgen mit meinem inneren Kind einen Dialog geführt. Das ist eine der Aufgaben, die uns Leo Shaw immer wieder gibt. Ich habe monatelang meinem inneren Kind Briefe geschrieben,
Ich habe ganz lange, weiß ich nicht wie lange, mit meinem inneren Kind Dialoge geschrieben, dass ich ihm geschrieben habe, hallo inneres Kind, wie geht's? Und dann mit der nicht dominanten Hand geantwortet habe, habe ich heute noch zu Hause, sieht ganz lustig aus, die aufgeschriebenen Dialoge mit meinem inneren Kind. Und das, was ich heute an Beziehungsfähigkeit habe und das, was ich heute erleben darf an guter Beziehung, das verdanke ich, würde ich sagen, zu 90% der Arbeit mit meinem inneren Kind. Und was ich Calcium verdanke und ulkigerweise, wie das so spielt mit den Zufällen, kriege ich es gerade wieder. Ich werde ja jetzt seit den Sommerferien nach Stöteler behandelt. Das ist gerade so der Shootingstar der Homöopathie. Und ich habe mal testen lassen, ob der mir gut tun würde. Und da kam raus, dass mein Energiesystem den gerne mal probieren würde. Und dann habe ich mir eine Therapeutin gesucht, die nach Stöteler behandelt. Das ist die Julia Wind. Und der Stöteler ist einer derjenigen, der ganz viel über Hahnemann geforscht hat und meint, mit seiner Art von Therapie sehr nah an Hahnemann dran zu sein. Und der gibt per se 3 bis 4 Mittel, die immer in der Q1, er fängt immer mit der Q1 an. Und da kriege ich gerade Tuberkulinum, das ist das für die miasmatische Dimension, das kriege ich aber jetzt schon seit den Sommerferien. Das war immer mit dabei, weil die Hälfte meiner Familie ist an Tuberkulose gestorben und Flüchtlinge und Polen und weiß ich irgendwas. Dann kriege ich gerade als Akutmittel, Stötteler gibt auch immer ein Akutmittel, kriege ich gerade Drosera für meinen Husten. Dann kriege ich gerade als Reaktionsmittel, weil ich habe so ein bisschen Probleme seit den Sommerferien mit meiner Energie China. Und konstitutionell jetzt schon den 2. Durchlauf, ich mache jetzt den 3. Stötteler Durchlauf seit den großen Ferien, wieder Calciumcarbonicum. Und ich merke ganz stark, wie mich das Calcium autorisiert, mich schützend vor meinem Kind zu stellen und auch einzufordern, Menschen, die mich angeblich lieben, die haben auch mein Kind zu schützen. Ich bin nicht nur der große Andreas, ich bin nicht nur Millionär und Protektor und Pemperer und weiß ich was alles. Das bin ich auch. Aber ich bin auch Kind. Und wenn du mein Freund bist, kümmere dich auch um mein Kind. Schwach möchte ich sein und ich möchte erleben, dass man schwach mich trotzdem liebt. Das ist Calcium in tiefster Erlösung. Geliebt werde ich einzig dort, wo ich schwach mich zeigen darf, ohne, wie geht der Satz? Geliebt werde ich einzig dort, wo ich schwach mich zeigen kann, ohne Stärke zu provozieren, genau so. Und da merke ich, dass mir das Calcium, seitdem ich es jetzt kriege, sehr hilft, das auch einzufordern. Es gab jetzt eine sehr, sehr unerfreuliche Geschichte, dass mich jemand aus vielerlei Gründen, psychologisch relativ erklärlich, aber trotzdem unangenehm auf Facebook echt gedisst hat, richtig böse. Richtig, es war klar, da will mir jemand wehtun. Und Leute, die mich angeblich total schätzen, Leute, die mich total mögen, haben dann in ihren Kommentaren Verständnis. Jetzt nicht für die Aussage, ja, aber ich bewundere deinen Mut, dass du dich so zeigst, etc. Habe ich denn jetzt nicht zurückkommentiert, aber den Leuten habe ich persönliche Kommentare geschrieben, dass ich mir gewünscht hätte, wenn mich jemand so angreift und wenn mich jemand so verleugnet, dass sie sich da vor mich gestellt hätte. Weil es hat mich verletzt, diese Angriffe. Es hat mich auch verletzt, diese nachvollziehbaren Verleugnungen. Aus vielerlei Gründen verständlich, aber darum geht es nicht. Verstehen tut mein Erwachsener alles. Wenn du jetzt aufstehst und mich beschimpft, versteht mein Erwachsener, warum du das tust und hat ganz viel Mitgefühl und ganz viel Support. Aber mein Kind fühlt sich einfach bedroht. Und mein Kind möchte, wenn du mich beschimpfst, dass Victoria aufsteht, sich zwischen dich und mein Kind stellt
und sagt, ich bin Victoria und so sprichst du nicht mit meinem Lehrer. Und er möchte mein inneres Kind, das machst du ja alles nicht, aber wenn du mich jetzt so beschimpfen würdest, dass Moritz seinen Arm um mich legt und sagt, ey Mann, mein alter Lehrer, jetzt nehm dir das mal nicht so zu Herzen. Das will mein inneres Kind. Der Erwachsene, der sagt, du ja, darfst dich, erinnere dich an deinen Vater, alles in Ordnung, ich habe dich überlobt, völlig in Ordnung, du musst jetzt einfach mal scheißer zu mir sein, um aus deiner Schuld mir gegenüber rauszukommen. Das hat der Erwachsene alles auf der Spur. Und der Erwachsene sagt auch sofort, meine Schöpfung, ich habe dich delegiert, gerade scheiße zu mir zu sein. Klopf, 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 klopf. Das macht der Erwachsene alles perfekt. Aber das innere Kind, das interessiert es nicht. Es sagt einfach, warum bist du so böse? Warum tust du mir so weh? Du weißt doch, ich bin ein total verletzlicher Doppelkrebs. Warum bist du so gewalttätig zu mir? Und wenn dann Victoria sich hinstellt und sagt, so sprichst du nicht mit ihm. Und dabei geht es nicht um eine eventuelle Kritik. Calcium ist durchaus kritikfähig, sehr, sehr. Aber Calcium hat Angst und ist verletzt, wenn einer im Anführungsstrichen böse zu ihm ist. Wenn einer freundlich zu ihm ist, ist er für jede Kritik. Calcium ist überhaupt kein rechthaberisches Mittel, eher genau das Gegenteil. Eine Supervisorin hat mal zu mir gesagt, sie kennt keinen Menschen, der, wenn er kritisiert oder angegriffen wird, so ständig mea culpa, mea maxima schreit wie ich. Was heißt das? Meine Schuld, meine Schuld, meine größte Schuld. Also ich kenne es aus der Supervision, irgendjemand ist scheiße zu mir, pisst mich an und ich, oh mein Gott, was habe ich dir getan, was brauchst du, bababababa. Aber das ist erwachsen. Das innere Kind fühlt sich bedroht, das innere Kind hat Angst und das innere Kind will geschützt werden. Toll, wenn das Victoria macht. Toll, wenn das Moritz macht. Aber eigentlich, und da hilft mir Calcium gerade sehr, noch mal mehr wie überhaupt schon, muss ich das machen. Und ich muss sagen, das verbitte ich mir jetzt. Das muss ich sagen. Ich muss sagen, bis hierhin und nicht weiter. Ich muss sagen, so sprichst du nicht mit mir. Und dabei geht es wiederum nicht um die Kritik, sondern um die Gewalt. Um die Gewalt. Also unsere inneren Kinder haben ein Recht, in einem gewaltfreien Raum aufzuwachsen. Und wenn dein Kind Gewalt erfährt, na was machst du denn als große Mutter, als gute Mutter? Du stellst dich schützend vor dein Kind, aber sowas von. Es ist vielleicht nicht immer lustig für Lehrerinnen, gerade nicht an der Waldorfschule. Aber trotzdem, da müssen die durch. Da müssen die durch, dass ich mich als Elternteil erstmal vor mein Kind stelle. Und das ist eine große Calciumqualität. Das ist auch eine Calciumqualität, die ich als Calciummensch meinen Kindern gegenüber habe. Also, was ja Moritz überhaupt nicht macht, aber er könnte ja mal total scheiße drauf sein und er könnte ja mal irgendwie hier Sachen erzählen, die irgendwie nur schräg sind. Ich weiß, das wird er nie tun, weil er so, aber er könnte machen. Und ihr werdet mit einmal alle, weiß ich was, von welchem Dämon besessen und fangt ihn ja an anzupupen. Selbst wenn ich weiß, das war jetzt alles ein bisschen schräg, ich würde erst immer hier vor ihm stehen. So wie ich vor jedem von euch stehen würde in einer ähnlichen Situation. Immer. Und in der Pause gehe ich mit ihm ins Büro und sage, du Moritz, was war heute los? War aber eigenartig. Ne? Aber erstmal würde ich immer vor ihm stehen. Das ist eine große Calcium-Eigenschaft. Lycopodium macht es leider nicht. Lycopodium sagt, wenn der beste Freund angegriffen wird, Cora Publicum, naja, da musst du jetzt durch, das hast du dir halt erschaffen.
sowas liebe ich besonders, wenn man mich dann selbst zitiert. Das hilft mir gerade unbeschreiblich dann immer. Und auch gerade meinem inneren Kind hilft sowas wahnsinnig.